Die grosse Göpp-Party vom FC Winterthur ist im wahrsten Sinn vom Wort ins Wasser gefallen. Denn just zum Abpfiff hat es gegossen wie aus Kübeln. Der Stimmung der Fans hat das aber nicht geschadet. Viel bitterer für die Winti-Fans war dann das 0:1 nach gut einer halben Stunde gewesen. Bis dahin hat der FCW gut mit dem Meister mitheben. Kurz darauf ist dann aber gerade das 0:2 und das 0:3 gefallen. Das 0:4 haben die Basler dann nach gut 60 Minuten geschossen. Der FCW hat aber trotz dem Rückstand nicht aufgegeben und ist weiter aufs Basler Goal gestürmt, aber ohne Erfolg. Trotz der eigentlich klaren Ausgangslage sind die Fans nach der Niederlage enttäuscht gewesen. Ja, es ist ein bisschen schade, aber eigentlich habe ich es schon so erwartet, oder? Aber ja, was soll man machen? Es ist friedlich und so ist es gut. Winti spielt gut, es ist nicht so, aber Basel steht halt sehr gut und ja, also sie haben es sicher verdient, aber ja. Man ist halt schon ein bisschen enttäuscht. Ja, gut angefangen, dumme Goal bekommen und dann ist es schon gelaufen eigentlich. Schade. Die Schützenwiese war mit 5050 Zuschauern restlos ausverkauft gewesen. Der Winterthurer Patrick Bengondo hat sich gefreut über die lautstarke Unterstützung. Das ist fantastisch. Zuschauer, wie viele Leute sind da? Ja, wir haben alles versucht für den Sieg. Sieg hat nicht geklappt. Jetzt gehen wir weiter. Mit dem FC Basel sind rund 500 Fans auf Winterthur gekommen. Zu den befürchteten Ausschreitungen wegen der geringen Anzahl Tickets ist es nicht gekommen. Die Polizei hat aber vor und nach dem Spiel Präsenz markiert. Für den FCW-Trainer ist klar, warum das die Neuauflage vom Göpp-Halbfinal 2012 nicht zu seinen Gunsten ausgegangen ist. Die Klasse ist ja logisch, dass Basel natürlich hochkonzentriert hier aufgelaufen ist. Ich meine, sie haben einen riesen Kader, sie haben frische Leute reinbracht. Und sie haben auch sehr konzentriert gespielt, das hast du gesehen. Also sie haben schon gewusst, um was es auch für sie ging. Oder? Dass Köpp natürlich für sie ausscheiden verboten ist, das ist klar. Egal gegen wen, sie sind Favorit auf den Titel und das haben sie unter Beweis gestellt. Und von dem her gesehen, uns hat dann die Durchschlagskraft richtig gefehlt. Für den FCB-Spieler Luca Zuffi war das heutige Göpp-Spiel auch ein Rückkehr gewesen. Er ist beim FC Winterthur gross geworden und bei der letzten Begegnung noch auf der anderen Seite gestanden. Der 23-Jährige hat aber nicht gespielt gegen seine ehemaligen Kollegen und ist während 90 Minuten auf der Bank gesessen. Sein FCB hat zwar gewonnen, trotzdem hat er sich nach dem Spiel wortkarg gegeben. Sie ist rückgekehrt auf die Schütze. Hallo. Nach dem Göpp aus kann sich der FCW jetzt voll auf die Meisterschaft konzentrieren. Das nächste Spiel steht schon am Mittwoch gegen Lausanne an.